herzlich willkommen bei unserem Urlaubsvlog. Es ist jetzt, guck mal hier drauf, 3 Uhr in der Früh. Und wir fahren jetzt los mit dem Auto nach Italien. Wir sind, Kölbi, wie hast du geschlafen? 0, oder? Nee, gar nichts. Nicht geschlafen. Also ich habe ja 10 Minuten mich noch. 10 Minuten, ich hatte zum Glück immerhin 3 Stunden Schlaf. Damit wir jetzt noch halbwegs durchhalten, machen wir uns doppelten Espresso, ihr kennt mich. Und dann holen wir unseren dritten Mann ins Auto und dann geht's los nach Italien für ungefähr 2,5 Wochen. Es wird richtig episch und wir nehmen euch mit. Moment, alle 2 Jahre ist der Moment, wo ich mein Handy für 2 Wochen daheim habe. Ja, ich würde sagen, der Urlaub ist beendet. Weil wir sind wie weit gekommen? 5 Kilometer oder? Ja, wir fahren jetzt wieder heim und dann war es das für heute, weil. Hier sind gute Lichtverhältnisse. Echt? Nur so. Okay. Du könntest T-Shirt runter. Ich glaube, es wäre gutes Licht hier. Hier, ja, da steht, wir holen jetzt die dritte Person, die natürlich nicht hier wartet. Überleg dir mal, es wäre eine Überraschung gewesen, wenn einfach hier stehen würde mit Gepäck, fertig, könnt direkt losfahren. Ain't gonna happen. Da oben sieht man das Licht. Ich komme mit Empfangsmusik. Das würde eigentlich voll passen mit diesem von Coldplay, du weißt. Ja, Glock. Diese Ding, 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 und er kommt so raus. Wir können so das ganze unlust. Viertel nochmal richtig aufrecken mit Harz. Wow. Also, what about us? Continue on A93 for 25 kilometers. Abnormaler Fail, Leute. Irgendwas ist mit unserem Reifen hinten. Irgendwas schleift extrem. Wir wissen nicht, was es ist. Jedenfalls dürfen wir jetzt hier alles ausräumen, den kompletten Ding. Wir versuchen gerade mal an den Kofferraum zu kommen. Schau, dass das Ding nicht bricht. Hier. Also es war folgendermaßen. Wir sind losgefahren, bevor wir unseren ersten Ort erreicht haben, an dem wir ankommen wollten. War plötzlich so ein extremes Schleifen, ja, am rechten Hinterreifen zu hören. Also es war so immer schlimmer. Dazu, ja. Man muss dazu sagen, unser Auto hatte keine Klimaanlage. Das heißt, wir hatten immer die Fenster offen beim Fahren und haben halt auf einmal so Schleifen gehört. Wir haben am Anfang gar nicht gewusst, ob das unser Auto ist oder so. Wir wussten überhaupt nicht, was es ist. Aber es war ein ganz leichtes Schleifen. Ja, dann sind wir an so eine Tankstelle gefahren, haben da so Kanada-Leute getroffen und einen Italiener und wir haben die halt dann gefragt, ja, wisst ihr, was es ist? Da war dann eindeutig was irgendwie an dem Reifen oder an den Bremsen, wir wussten nicht genau, aber wir haben dann halt das getestet, bei was es ist und es war eindeutig hörbar. Und dann, ja, was hat der Italiener gesagt? Ja, dann hat halt der Italiener und die anderen haben halt rausgefunden, also das waren halt welche, wir haben bei einer Tankstelle gehalten, hat der Jonas schon gesagt, die haben halt rausgefunden, dass das an den Bremsbelägen liegt. Und dann haben wir gesagt, okay, scheiße, dann suchen wir jetzt einfach auf Krampf noch einen Campingspot oder war das eigentlich so, oder eine Werkstatt? Ich weiß gar nicht mehr, was der Plan dann eigentlich war. Der Plan war quasi, also die Sache ist, wir waren eine Stunde vor dem Ende, also zum Ende, vor dem Ende von unserem ersten Ziel quasi. Und die Sache ist, da wo wir jetzt kurz gehalten haben, um zu testen, ob das an unserem Auto ist, es war halt absolut an einem Scheißort, das heißt, da konnten wir jetzt auch nicht irgendwie übernachten und es war Sonntag, das heißt, keine Werkstatt hatte offen. Das heißt, wir haben... Es gab nur so einen Notfallservice, der halt irgendwie allein 400 Euro kostet, dass sich ja, das Ort nee, anschaut. Ja, und mit Abschleppen und allem und Hinfahrt, Wochenendtarif, ja, und so, völlig übertrieben. Und dann haben wir es halt so gemacht, dass wir es gedacht haben, wir riskieren es und fahren einfach über, wir sind dann über Landstraßen, nee, wir sind sogar echt über Autobahn, gell? Ja, 11 Stunden los. Köln, okay.
Hast du Lust, was zu sagen? Nee. Okay. Ja, der Bremsbelag ist wahrscheinlich am Arsch. Und wir haben ungefähr wahrscheinlich schätzungsweise 20 Grad mehr auf der einen Seite. Wir haben jetzt noch 10 Kilometer, die müssen wir auf jeden Fall durchkriegen, damit wir überhaupt ins Meer kommen. Und wenn wir am Meer sind, dann müssen wir halt noch irgendwie eine coole Location finden, wobei wir dann halt immerhin schon mal am Meer sind. Und dann müssen wir halt hoffen, dass wir das Auto morgen am Montag, wenn die Reparatur es wieder offen haben, dass wir das dann reparieren können. Wir sind in so ein Bergdorf hochgefahren, was die Hölle für die war. Bremsen war das wirklich, ich hatte wirklich Angst beim Fahren. Ich hatte wirklich Angst. Ja. Eigentlich war der Plan, dass wir ungefähr um 15 Uhr ankommen. Es war dann ungefähr 18, 19 Uhr, wo wir in so einer richtigen Camping-Area waren. Also Campingplatz, das heißt, unser Ziel wild zu zelten, haben wir eigentlich aufgegeben zu dem Zeitpunkt, weil wir einfach gesagt haben, wir können jetzt nicht weiterfahren im Auto. Das ist, wir fahren jetzt seit, keine Ahnung, 12 Stunden? Nee, länger. Seit 15 Stunden ja, unterwegs. Wir sind ewig rumgefahren, ja, und das war echt Wahnsinn. Ja, und dann haben wir halt sind wir in so einen Campingplatz gegangen bei Massa. Und der war eigentlich auf jeden Fall cool, aber halt völlig touristisch. Da war halt extrem viel los und so weiter. Es war nicht das, was wir gesucht haben. Aber das Ziel war ja quasi, wir kommen Sonntag an und dann übernachten wir da und können am Montag sofort in die Werkstatt. Da irgendwas zu erzählen. Du kannst es ja für dich selber erzählen. Kannst du so machen, es erzählen. Ja, das, nimmst du es jetzt schon auf, oder was? Ja. Ist mir scheißegal. Jetzt. Das ist voll heftig, wie penetrant die Kamera sein kann. Es ist einfach nur so ein Gegenstand, der auf ein Gericht ist und trotzdem. Man fühlt sich irgendwie beobachtet. Trotzdem regt es Leute auf, das ist komisch. Also Leute, wir haben jetzt wirklich News, und zwar das Auto ist wieder top repariert. Wir sind mit einem relativ guten Preis davon gekommen. Wir haben ungefähr 350 Euro gezahlt. Aber gut, das ist halt was man einfach machen musste. Und wir sind jetzt 3 Tage hier beim Zelten gewesen. Es war echt ganz chillig eigentlich. Und jetzt fahren wir weiter nach Florenz, haben da Airbnb. Wir müssen halt jetzt echt mal irgendwie wieder diese Autokosten reinkriegen. Ja. Wir haben jetzt eh nur im Hotel für 7 Euro pro Tag übernachtet. Also. Ja, 14 kann man sagen. Am Campingplatz. Ja, ich denke mal, wir werden die meisten Videos für euch werden wir machen, wenn wir eine coole Wildzeltstation haben. Weil man muss schon sagen, das hier ist richtig touristisch gewesen. Es hat sich jetzt auch nicht so gelohnt, hier viel zu filmen. Ich schaue jetzt mal nach, wie viele Abos wir eigentlich haben. Ja. Hey, übrigens, new message. Please let me know once you get your train ticket. Egal, wann die denkt, dass wir da kommen. Sag ja, wir kommen zu. Nee, hab ich nicht. Hier ist halt live dabei bei der Kommunikation mit auf Englisch. Englisch ist natürlich kritisch. Ja, jedenfalls, deswegen haben wir halt auch nicht so viel gefilmt hier, weil es schon, der Strand ist jetzt nicht so der Wahnsinn, es ist völlig überlaufen. Aber das Gute ist, hier sind nur Italiener, wir haben die ganze Zeit so Deutschrap, richtig harten Schimpfwörter Deutschrap gehört. Das war irgendwie lustig. Wir haben uns sehr männlich gefühlt, wo wir rumgefahren sind. Und man muss echt sagen, bis jetzt ist der Urlaub echt eigentlich stressig. Wir sind gestern wieder barfuß und so viel gelaufen. Ich muss echt sagen, der Urlaub ist noch nicht so entspannt, weil wir immer so... Wir mussten gestern zur Autoreparatur, vorgestern mussten wir zur Autoreparatur, wir mussten mal einkaufen und so weiter. Deswegen war es eigentlich nicht mal so entspannt. 651. Der Donner ist geschrieben. Kann man dazu noch mehr sagen, Adi? Unsere Pechsträhne geht weiter. Wir haben jetzt, sagen wir mal, was alles nicht geklappt hat. Wir haben unsere Bremsen waren am Arsch.
dann hatten wir, nee, okay, wir hatten eigentlich Glück mit dem, wie es dann gelaufen ist mit der Reparatur. Da hatten wir Glück, muss man fair dazu sagen. Dann haben wir einen Ball von 30 Euro, wurde uns geklaut. Kann man eigentlich auch sagen. Ja, 30 Euro. Ja, der war gut. Ist eigentlich 30 Euro wieder weg. Jetzt kommen wir hier in Florenz an und es ist wirklich so ein Ungewetter. Wir können jetzt nicht aus dem Auto. Wir chillen jetzt hier wirklich 30 Minuten. Ja, ich habe das schon gefilmt. Schaut euch das mal an, Leute. Ist hier wirklich so penetrant. Warte, mach mal kurz hier auf. Mal kurz, ich gehe mal in Deckung. Kurz. Wow. Boah, shit. Leute. Es ist echt, es ist unfassbar. Wirklich, das ist echt heftig. Wir haben auf jeden Fall echt viel Pech, Leute. Wir dachten gerade, dass das... Wie naiv konnten wir sein, dass das gerade schon das Heftigste war. Es hat noch mal drauf wirklich... Weißt du was, Jonas? Bei dem nächsten Step, den wir machen, mache ich so, ihr schaut alles nach. Ich lasse da nichts in den Glück überlassen. Ich schaue Wetter nach, ich schaue Hotel nach, ich schaue den Ort nach, ich schaue alles nach. Ja, aber das kannst du nicht planen. Wir rufen Leute an dem Ort. Ey, guck mal, wie es hier in der Linse schon wieder geregnet, reingeregnet hat. Und das ist so kurz, so ein bisschen nach unten. Ich habe die so gehalten, das ist wirklich richtig reingekommen.